aufs spanische Gazpacho. Gewaschenen Gurken schneiden wir links und rechts die Spitzen ab. Danach werden sie halbiert und geviertelt. Die mittleren Kerne entfernen. Die Tomaten werden geschält. Dazu müssen wir sie kurz in kochendem Wasser blanchieren, ca. 10 Sekunden. Dazu wird der Strunk entfernt und an der Rückseite ein Kreuz gemacht. Nach dem Blanchieren muss die Tomate sofort abgekühlt werden. Jetzt lässt sich die Tomate leicht schälen. Schälen muss die Tomate noch entkernt werden. Dazu viertelt man sie am besten. Den Zwiebel und den Knoblauch schälen. Der Länge nach halbieren und Kerngehäuse entfernen. Danach gut mit kaltem Wasser waschen. Jetzt haben wir das ganze Gemüse zusammen. Jetzt können wir es etwas klein schneiden für den Mixer. Sämtliches vorbereitetes Gemüse wird in grobe Würfel geschnitten und nach in den Mixer gegeben. Die Reihenfolge dabei ist egal. Circa 3 Esslöffel Olivenöl dazugeben, circa 1/8 Tomatensaft, 3/8 kalte, klare Gemüsesuppe, etwas Salz, am besten mehr Salz und Pfeffer. Optional kann man noch einige Blätter Basilikum dazugeben. Jetzt wird die Gazpacho gemixt. In der Zwischenzeit entrinden wir das Weißbrot und schneiden es in gleichmäßige Würfeln. Wenn die Suppe fertig gemixt ist, sollte man sie noch einmal für ca. 2 Stunden kalt stellen und dann kann man schon anrichten. An dieser Stelle kann ich nur sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen und einen erfrischenden guten Appetit.